Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. Krass. Kennt ihr die? Also wenn wir jetzt gerade die machen, die kennen wir Alter, halt probieren wir das aber auch. Doch, die sind in Kinderurin eingelegt, weil die Kinder anscheinend, das soll was Besonderes sein. Was hält dich jetzt davon ab, Kinderurin zu probieren? Also in Deutschland zieh dir rein. So. Das ist halt, hier ist nicht so viel Platz, deswegen müssen wir kuscheln und deswegen würde ich sagen, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses ist der Dicke und guckt euch das mal an. Als wir in Berlin waren, hatte Hannes was entdeckt. Das ist das. Das sind theoretisch 1000-jährige Eier, so werden die immer überall angepriesen. Deswegen sehen die auch so schwarz aus, wie Hoden, ja. Aber weißt du, das Hoden schwarz sind, die sind doch dunkelblau. Ariel, die Meerjungfrau, ist auch am Start. Und ich finde es immer besonders toll, dass 1000-jährige Eier immer nur noch ein Jahr haltbar sind. Verstehst du? Da steht extra immer ein Verbrauchsdatum drauf. Das ist total komisch. Das haben wir aus dem Asia-Shop. Das ist der Kesto. Ihr seid die Zuschauer. Das ist der Hannes. ihr seid die Weißwurst. Ich habe das weiße T-Shirt an. Wir wollen das jetzt mal hier aufmachen. Das kommt nämlich immer so in einem Styroporpack. Gelbe T-Shirt. Ja, das ist das gelbe T-Shirt getränkt in Bier, weil das einfach dann besser ist. Und wir hatten ja schon mal ein Video gemacht mit 1000-jährigen Eiern, mit dem Wuser, einem Mannshaulwurf und so. Dann haben wir das schon mal getestet, aber mittlerweile hatte ich das gelöscht. Vielleicht kann ich das ja mal neu hochladen. Kurz vor dem Video hier lade ich das andere hoch und dann seht ihr das als aktuelle Version. Und guckt, wie schön das gemacht ist. Ihr habt hier einfach diese Eier drin. Wir nehmen das hier ab. Die sind alle extra nochmal eingeschweißt in ein Tütchen extra. Die riechen nach nichts, ne? Riechst du was? Nee. Nee. Riechst du was? Nee, die sehen auch ein bisschen aus wie Wachteleier, wie große Wachteleier. Große Wachteleier, genau. Und deswegen nehmen wir jetzt einfach mal hier das erste Ding. Und jeder kriegt so ein Ei. Und da könnte theoretisch jetzt jeder sein Ei schälen. Und erstmal auspacken, die guten Das ist dann alles, genau. Haltet ruhig alles in die Kamera, was ihr wollt. Da ist die Folie drum. Ne? Wir machen das auch ab. Riecht ihr jetzt was? Immer noch nicht. Das ist alles. Eierkopf. Alles Fake. Aber guck mal, das sind schon wieder so Stracciatella-Eier. Oder so? Oder von Pokémon Go auch noch hier. Ja, jetzt sind es schon weggeworfen. Mega, mega Eier. So. Tu das mal, ich weiß nicht, wie das überhaupt funktioniert. Ich habe das jetzt mal nur kurz hier auf den Boden aufgedingst. Ich streue das mal hier hin. Seht jetzt hier unten schon, dass es schwarz wird, wenn man das aufbröckelt. Das ist ja geil. Ja, ist das ja ist ja geil. Wir können ja die Eierschalen hier hinschmeißen, die zur Setzen. Ja. Das ist pechschwarz. Gib mir doch nicht das Ding zum draufschälen, wenn du selber nicht da draufschälst. Jetzt reicht's mir aber hier, wird mal wieder eingegrenzt. Fühlt sich mega besonders an, wenn du das einfach auspackst und das ist so schwarz. Das ist bestimmt eine Süßigkeit, das ist einfach ein Lakritzei oder genau so. Genau so fühlt es sich gerade an. Oder mit Cola-Geschmack, deswegen. Ihr seht, je mehr Schale, das glänzt ja auch richtig. Das sieht richtig Gelee-artig aus. Gut, das ist schon, riecht aber schon. Oh, ja, nicht nach Ei. Das ganze Ding, aber ey, eigentlich müsste man das auspacken und so ins Regal stellen. Jetzt ist die ganze Schale hier ab, da ist ich auch noch mir auch noch durchbohren drin. Und das als Kette tragen, einfach. Das merkst du schon, wie das riecht. Wie so Bernstein, ne, Riegen? Ich würde es immer. Ja, ein bisschen. Bisschen wie Hannes seine Füße. Ich würde es auch in meine Unterhose packen und dann abends sagen: Guck mal, Schatz. Oh, was hast du da wieder? Ja, das weiß ich auch nicht. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Das sind, sieht man, wie das wackelt? Ja, das ist auch, wenn du oben dran fest, bleibt das einfach am Finger kleben. Bisschen wie Titter. Da schon, ja. Sollte man das jetzt am besten in der Mitte durchbeißen, dann nach der Mitte zeigen? Oder ganz reinstecken? Wie Cola-Gilet. Wie Cola. Erst anstoßen zusammen. Beißt mal die Hälfte ab, dann zeigt man es, wie es aussieht in der Mitte und dann schiebt man den Rest hinterher. Ja? Für die Zuschauer. Für die Wissenschaft. Ja, super. Ja, genau. Also, Hannes hat es schon beim Schälen verkackt. Grüße an den Manns, Grüße an den, den Wuser. Sieht einfach richtig toxisch aus, wie schwarzer Schwarzschimmelpilz, wie man aus der Wohnung kennt. So sieht das in der Schale aus. Ja. Definitiv. Guck mal, was der Hannes da macht. Giftig.
Der Hannes, der baut sich seine, der hat einfach... Ich baue mir das ein auch zusammen. Der Hannes hat sich einfach ein Glas Pflaumenmus aufgemacht und tut sich jetzt hier irgendwas, keine Ahnung, machen. Pflaumenmus, Glas, in the morning. Ja, wir warten noch auf den Hannes. Keiner wird zurück. Ich bin schon bereit. Angelegt. Score. Ich glaube, wenn du ein bisschen, okay, wenn du ein bisschen den Ekel überwinden kannst, dann schmeckt das, glaube ich, ganz gut. So. Prost. Prost. Einmal die Hälfte abbeißen und dann kurz zeigen, wie es innen drin aussieht. Die schmecken aber. Ja. Sieht ein bisschen aus wie nach dem Frühstück, nach dem Kaffee, sozusagen. Aber die haben was. Wie das Fäden zieht. Mhm. Ich finde es ein bisschen eklig und schmeckt nach... Wenn das wirklich Eier sind, das sind es ja, dann ist das einfach nur wie Gelatine. Dann hast du dein Stück schon weggegessen komplett oder was? Oder was? Ja, natürlich. Ich bin schon weiter als hier. Ihr kaut noch. Ihr kaut noch. Ich schlucke noch. Ich kau noch wahrscheinlich als Einziger. Ich gucke erst mal, was hier abgeht. Wie Weingummi, wie man die Cola-Weingummi kennt, genau so sieht das aus. Und von der Konsistenz auch wie Weingummi-Gelatine halt, nur dass es keine Schweine-Gelatine ist, sondern altes Ei. Ich finde komplett, das schmeckt nach Hundefutter irgendwie. Und dann ist es ein bisschen salzig, aber trotzdem, also ich finde das nicht lecker. Der Nachgeschmack ist irgendwie nach Ei. Wie ihr das so gut finden könnt. Echt? Nee, das schmeckt immer noch nach Ei. Das hat nichts was. Vielleicht ist meins schon schlecht. Eures ist noch gut. Deswegen ist meins eklig und eures nett. Ja, Prost. Ah, zu spät. Der Käse hat halt einen Hund und ich nicht. Und deswegen ist er das gewohnt, dass es nach Hund schmeckt. Aber egal. Also die Schale sieht mega toxisch aus, aber die Eier finde ich lecker. Doch. Aber sehr, sehr trocken, gell? Nee, meins war saftig. Meins doch, das ist ja dadurch, dass es wurde fest, ist wieder flüssig geworden. Naja. Bei mir war es. Das war ja auch so. Doch, ich finde die lecker. Ja, die haben was. Es ist jetzt keine Gurken-Challenge. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich wollte jetzt das Schwein auch noch hinterherhauen, komplett. Wenn es euch so gut schmeckt, dann ist es begeistert seid. Ja, gut. Mir hat es viel Spaß. Eierkopf. Ja, war wohl nichts, ha? Ja, aber auf der falschen Seite. Ey, das sieht so cool aus. Du machst eine Schale ab und dann ist das einfach schwarz. So, das bricht schon so von selber. Ja. So herbe ungewohnt, dass das dann einfach schwarz ist. Doch, ich finde auch, das riecht komplett nach Ei. Mhm. Haust du ab. Das glänzt auch richtig. Das sieht, wenn man es astrein abgeschält kriegt. Ich hab's geschafft jetzt endlich. Dann sieht das aus wie ein übertriebener Edelstein vielleicht. Das glänzt richtig. Es sieht mega schön aus. Oh, Gothic-Eier. Skål. Jawohl, Gothic-Eier. Ich finde die mega schön. Wirklich. Ich finde die auch sehr, sehr ansprechend. Ja, definitiv. Ob die vorgekocht wurden und dann 1000 Jahre lagen oder ob die gebrütet wurden und dann 1000 Jahre lagen. Ich finde die total abartig. Ich bin jetzt ich bin jetzt eben erst fertig geworden mit dem Rest von meinem, also ich keine Ahnung. Aber hier liegt noch Gelee auf dem Boden, aufessen. Sonst haben wir morgen kein gutes Wetter. Skål. Ja, steckt euch ganz rein und dann viel Spaß und dann weiß ich nicht. Oh, jetzt stinkt ein bisschen im Mund. Etwas. Mit ganz, jetzt habe ich wirklich einen stinkigen Geschmack im Mund.
Oh. Sorry. Henry, alles gut? Nee, alles gut. Warum sonst ist das mein Part eigentlich? Heute ziehe ich mal cool durch. Aber es schmeckt auch ein bisschen. Ja. Ich sag, im Ganzen war es jetzt nochmal ein Unterschied, dieses Abbeißen. Im Ganzen war es schon so richtig Stinke im Mund im Maul. Wer auf diesen Hirtenkäse, schöne Stinkerkäse steht, den schmecken auch die Eier. Hm. Isst du den gern? Ja, das natürlich. Ich bin so einer, ich lasse den auch noch mal 2-3 Monate liegen, dass der cremig wird, dass du den nicht mehr schneidest, dass du den schmierst. Ich merke. So kenne ich es vom Opa. Ich wollte ja eigentlich zu Rewe mir ein Bier holen zum Nachspülen. Ach, aber Quatsch. Der Meister hat gesagt, das können wir auch danach. Aber ich muss sagen, er macht es gut. Da bin ich auf das nächste andere gespannt. Wenn du jetzt so bist, also beim. Eigentlich bin ich doch der beim Trinken auch vorn verkackt. Jetzt kämpft Ramses. Ich kann ja alles verkauen, aber ich kann es nicht runterschlucken. Das Runterschlucken ist eklig. Ich habe alles immer im Mund. Das ganze Eis kommt bei im Mund noch. Und das ist das Problem, dann wird es immer mehr im Mund durch den Speichelzufluss. Schluck, schnell. Schluck mit. Es geht nicht. Bei manchen geht es einfach nicht. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Oh. Ja. So sieht es nochmal, falls ihr es nochmal sehen wollt. Schöne Eier. Von innen aus, die Stracciatella Eier. Nee, es sieht original wie Schwarzschimmel an der Wand aus, wirklich. Naja, aber es macht meistens die Farbe da aus, dass du mal das aber einmal. Du kannst halt nicht vergleichen, wenn du ein Ei kennst, das wirklich, sag mal, einen Monat in der Sonne lag. Und ja. Du machst das dann auf, du kannst, wenn es in der Wohnung ist, du kannst den Monat den nächsten zwei, den Raum den nächsten zwei Monate nicht betreten. Ja, das ist schon klar. Aber und wenn man mit dieser Vorstellung rangeht, ist es extrem, aber es ist nicht ansatzweise so schlimm wie ein Monat altes Ei. Ich habe mir das auch schlimmer vorgestellt jetzt, also muss ich ehrlich sagen, es war... Es schmeckt kurz stinkig, aber mehr ich nicht. Ich probier's mal zu schlucken. Schluck, du Luder! Da hast du viel. Das geht nicht. Es ging nicht. Es ging nicht. Es ist wirklich das komplette Ei. Das komplette Ei, was zwar. Jetzt sieht eklig aus. Zerkaut wurde. Es ist jetzt zerkaut. Es ist zerkaut, aber das hat sich alles so breit gemacht im Mund. Ja. Das ist komplett. Und da ging nichts. Es ging nichts. Ich konnte. Ich wollte was runterschlucken, aber. Es ging nicht mehr. Es kam jedes Mal automatisch eine körperliche Reaktion, die jeder normale Mensch besitzt. Außer ihr zwei halt. Nein, das sind's schon, aber da nicht mehr. Nee, aber das ist halt wirklich da. Das ist halt. Ja, aber wie habt ihr es gemacht? Ihr habt einfach rein, Stück abgebissen, runtergeschluckt. Halt einfach, also ein Stück weit schmeckt. Wie normal ist kaputt. Hey. Jeder kennt das, wenn du in den Raum kommst und jemand hat Käsefüße. Ja. Ist unangenehm, du hältst es aber aus. Ja. Und so in etwa würde ich das jetzt beschreiben. Es war gut. Unangenehm, gerade dieses ganze Ei war noch mal unangenehmer als nur der Hälfte. Weil da hast du dann richtig auch dann nämlich diesen Geruch nämlich von dem Ei am Fuß drin gehabt. Das war nämlich das, wenn du einmal abbeißt, dann ist... Wie verflogen. Ja, richtig. Wie verflogen. Aber das war... Ich glaube, das war es von unserer Seite aus. Den Jungs hat es auf jeden Fall geschmeckt. Ja. Also wer sagt, okay, du gehst, der ist eine Pussy, der macht immer nichts.
Nee, das also, schafft's immer nicht. Eier lutschen ja. kann er auf jeden ja. Fall. Wenn es um Eier geht, da ist er dabei. Schön die Eier in den Mund nehmen, schön ja. ordentlich runterschlucken, schlucken. Eier und schlucken, das ist auf jeden Fall sein Steckengebiet. Wir haben auch nichts dreckig gemacht. Ich habe alles aufgefangen hier in dieser super Box, mit der wir euch nicht zeigen können näher. Und ja, wir müssen immer noch den Surströmming testen. Aber nicht heute. Das wäre ja, alles zu viel. Ich freue mich drauf. Ich auch. Okay, dann schieß auf Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes, euer Käse. Und ihr seid die Zuschauer. Habt ihr schon mal tausendjährige Eier probiert? Schreibt es in die Kommentare. Habt ihr dann eins gegessen oder zwei? Das erste war ja okay, aber das zweite war zu viel. No way.